Was darf ich mit dem Sportbootführerschein überhaupt alles fahren? Pass auf, jetzt kommt's. Du darfst sogar ohne Sportbootführerschein gar nicht so wenig fahren. Denn seit ein paar Jahren darf man mit dem Charterschein ja schon relativ viel im Brandenburger Gebiet fahren. Das heißt, bis 15 PS, diese ganzen Hausboote, die es da gibt. Aber wenn du nicht nur da fahren willst, sondern weltweit oder vielleicht auch auf dem Rhein, dann brauchst du doch auch einen Sportbootführerschein. Denn ab einer Motorisierung von 5 PS auf dem Rhein oder 15 PS auf den sonstigen Binnengebieten braucht man eben Bootsführerschein. Und wenn wir über Sportboote reden, so richtig sportlich wird es eben erst danach.